Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TrueFarming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir sind hier gerade im oberen Stadtteil von Waldstätten. Ich bin gerade auf dem Weg zur Polizia, zum Herrn Wartlinger. Ja, wenn ihr Bock habt, heute Abend, jetzt wenn ihr die Folge seht, am Abend, oder es kann auch sein, ihr seht die Folge schon eher, dann ist Livestream-Time. Oh, warte mal, wo bin ich denn? Ich bin ja gar nicht richtig hier. Ich muss rumdrehen. Dann ist Livestream. Heute Abend am Freitag, ca. 19:30 Uhr, Livestream auf Twitch. TrueFarming 2, da könnt ihr gerne einschalten. Danach werden wir natürlich noch ein bisschen GTA machen. Und mal schauen, was es noch so Schönes gibt. So sieht's aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Lasst gerne ein Däumchen da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, schauen wir mal, was uns jetzt so Schönes hier auf der Polizeistation erwartet. Denn wir müssen jetzt einmal zum Herrn Wartlinger. Der Johann Schäfer ist ja verhaftet worden. Den haben wir ja durch Zufall unten beim Händler getroffen. Und es gibt gute, schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist natürlich eindeutig, dass wir jetzt die Chance haben auf den Lindighof und da auch eine, also heute Abend sozusagen, am Freitag, eine Maschinenversteigerung stattfindet. Mal gucken, ob wir da uns vielleicht wieder ein bisschen, naja, ein bisschen Fuß fassen können. Und das ist Punkt 1. Aber Punkt 2 ist natürlich auch, es ist natürlich enttäuschend, dass Johann uns so übers Ohr gehauen hat. Also das muss ich ehrlich sagen, das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe ihn echt vertraut und naja, irgendwie. Aber nochmal gescheit ein, gell? Wie bitte? Nochmal, ja. Das packst aber nochmal gescheit ein. Ich bin ein bisschen weit vorne, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Geht das los hier? So? Perfekt. So? Besser. Warum ein Cowboy-Hut? Ach so, da wollte ich Ihnen noch was dazu sagen. Und zwar, ich habe den Herrn. Gern durch die Gegend. Nee, ich habe mir einen Bergmann getroffen. Ach so. Das heißt, wenn es bei Ihnen um die Sache geht, dann sind Sie gleich hinterher, rufen alles an, möglich. Aber wenn es um Bergmann geht, dann informieren Sie mich nicht, gell? Wieso muss ich Sie denn informieren, wenn es um Herrn Bergmann geht? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Haben Sie mich letztes Mal nicht noch beim Fahren gefragt, was mit Herrn Bergmann ist und wo der hin ist? Wegen ja, da haben Sie gesagt, der ist weg. Ja, der ist auf der Flucht, habe ich einer gesagt. Ja. Der Hut ist noch schlimmer. Der ist auf der Flucht, haben Sie gesagt, ja. Ja, und dann sehen Sie den und ja, nicht für möglich, dass Sie den festhalten und mir Bescheid geben. Aber ich wusste ja nicht, dass der ist ja frei am Händler unten rumspaziert. Warum jetzt eine pinke Kappe? Auch wollen Sie nicht irgendwas sagen? Nein. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass in diesem Shop keine Fendtmütze gibt? Das ist ja unerhört, ist das. Absolut lächerlich. Eigentlich eher was mich nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut lächerlich, sag ich Ihnen. Das geht ja nicht. Sind Sie jetzt einmal fertig an Ihrem Kofferraum rumgekuschelt? Oh, ja, jetzt aber. So, auf geht das. Ja, gut, die schaut auch ein bisschen dämlich aus, aber gut. Ja. Dann zieh ich lieber den Cowboy-Hut auf. Ja, wie jetzt doch den Cowboy-Hut? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass der schlecht ist. Ich habe nur gefragt, warum sie einen aufhaben. Ja, weil der Herr Bergmann auch so einen aufhat. Der hat mir ganz gut gefallen. So, jetzt. Ja, passt. Howdy, ja. Partner. Howdy, Partner. Komm, Roger, lass uns den Mais ernten. Und Richtung Süden, ja, also Richtung Süden erhalten. Du mal da rein. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich echt bin. So, Breidi, mitkommen. Wer ist das? Breidenstein. Hallo. Ja, ein bisschen schneller, komm. Oh, der Herr Breidenstein. Ah, Luis, wie geht's dir? Oh, stehen bleiben. Einmal Handschellen vorne dran. Ach, Herr Rosenberg. Ja, Bewegung, einmal in den Raum da rein, auf die andere Seite. Sie kennen das Spiel schon. Der Hut sieht aber lächerlich aus. Fensterscheibe, ja, sie schauen auch gleich lächerlich aus. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Da, Lindy. Ah, Wartlinger, warten Sie ganz kurz, ich rasiere mich gerade noch, warten Sie mal bitte. Uninteressant, herkommen. Ja, warten Sie, ich tue mich schnell abputzen, warten Sie. Was wie ein, ne? Ach, Scheiße. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Breitenstein. Ja, den Sie aus. Ich will mich nicht mit Ihnen unterhalten. Ja, anstellen. Haben Sie bei YMCA gemacht? Wie Sie? Mitkommen. Ja, aber ja, auf die Seite von Breitenstein, ja, Bewegung. Ja. Sie sind wohl der Cowboy. Den Schnäuzer haben Sie ja schon. So, Schäfer, rankommen. Schäfer, aufstehen! Herr Lindig. Guten Tag. Hey, keine Absprache, hier Ruhe, es wird nicht miteinander geredet. Anschauen, mitkommen. Es wird nicht miteinander geredet. Keine Absprache. Berg, wie war nochmal der Vorname? Ja, andere Seite, Abmarsch. Ist egal, wie der Vorname war. Ostsee. Ja, eben, genau. Los jetzt, Bewegung. Johann. Da, reinkommen. Kann ich die Tür offen lassen? Nein.
Kann ich da hinten in die Ecke gehen? Nein. Och Mann. Jetzt machen sie jetzt so einen Schiss, dass ich meinen Cowboy hört auf. Eben noch große Schnauze, ja. Herr Bartlinger, dürfte ich erst noch kurz was fragen? Bevor es losgeht. Wo sie ihre Haare vergessen haben oder was wollen sie fragen? Ich wollte eigentlich fragen, ob das für sie so gut aussieht, weil sie hatten ja gesagt, sie wollen halt einen Bus bauen mit mir. Was? Können wir vielleicht anfangen mit der Oh, aua! Da gab's so Watschen. Sind wir jetzt fertig mit den unlustigen Witzen oder braucht noch jemand eine Packung? Tempopackung? So. Gut, dann nix. Damals sind die Kriminellen, da stehen sie gegenüber als ich alle. Alois. Schäfer, Anuane, nee, das war der Schäfer, scheiße. Oh, einmal nach links weitergeben. So, Schäfer, gib einmal weiter. Oh, wow. So, haben sich alle gewatscht jetzt? So, weißt du, wer kennt Ihnen eine, Herr Rosenberg, verdient hätten sie es ja. Ich hin. Wow. Oh wow. Unfassbar. Hallo Is. Sag mal. Erzähle ich immer so. Haben wir jetzt fertig da? Stimmt's oder hab ich recht? So, jetzt seid ihr jetzt. Ne? So, jetzt Fakten auf den Tisch. Aber Fakten. Sind Sie ein Papagei, Herr Rosen? Nee, gar nicht. Sie? Das ist Einschüchterungstaktik. Richtig. Ich sag was und er unterstützt die Aussage. Richtig, eingeschüchtert werden Sie jetzt. Da, auf den Tisch jetzt mit den Antworten. Die Wahrheit wollen wir hören. Wahrheit! Hätt jetzt mal was hier. Hä? Ich will was hören. Ich auch. Ihr Kriminellen. Das ändert nur, kann nur gut für euch sein beim Strafmaß. Außer ihr schweigt jetzt, dann kriegt ihr halt die Höchststrafe. Ist mir scheißegal. Genau, weniger Strafmaß, wenn er redet. Das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Komm, wer macht einen 31er von euch? Scheiß alle an. Das Spiel hat aber 90 Minuten. Ja, wir können jetzt eure 90 Minuten sitzen. Ihr habt Zeit. Herr Breitenstein, erzählen Sie mal, wie sie hier die Gelder hinterschlagen haben, wie sie mir das alles reinwirken wollten. Und? Herr Rosenberg, Ihnen sage ich gar nichts. Herr Lindig, Sie sind doch eigentlich ein furzfeiner Typ, Mensch. Jetzt hauen Sie doch mal die Fakten auf den Tisch, dass der Sie angestiftet hat. Sie haben sich in die kriminelle Machenschaften haben Sie sich begeben. Herr Rosenberg, Sie sind kein Polizist oder Anwalt. Sie können hier gar nichts fragen. Herr Breitenstein, Sie sind jetzt aber ganz ruhig, ja? Können Sie das fragen, Herr Wartlinger, vielleicht für mich? Ich würde es Ihnen ins Ohr flüstern. Okay. Fragen Sie den mal, den Lindig, warum der sich in so kriminelle Machenschaft verstricken lässt. Der ist eigentlich ein furzfeiner Kerl. Und nur weil der da, wo der Druck gesetzt wird, hat er die Pizzeria angebrannt. Das soll den jetzt Lindig anscheißen. Ja. Warum bist du so ein scheiß krimineller Zipfel? Was? Was bin ich, Herr Wartlinger? Warum du so ein krimineller Zipfel bist? Was ist denn ein Zipfel? Zipfelklatscher, kennst du nicht? Nee. Ein Zipfel. Du bist doch normalerweise ein stinknormal langweiliger Haring, sag ich jetzt einmal. Warum lässt du dich anstüpfen, irgendwas abzufacken, ne? Bist du so ein kleines Facke? Sag einmal. Was? Bist du so ein Lungenhaarring, den man rauszieht, wenn man gerade braucht, oder wie? Also professionell ist das nicht. Ey, Breinsteine, du bist jetzt mal ganz ruhig, weil es war ja professionelle Sache mit dir. Könnte ich mit Ihnen mal ganz kurz da bei Ihnen rechter Hand in die Ecke kurz was ins Ohr flüstern? Nein. Vielleicht will ich eine Information geben. Ich möchte jetzt Antworten haben. Lindig, jetzt red doch, Mensch. Breitenstein hat alles zugegeben. Lindig, wir wissen, du hast die Pizzeria angezündet auf Intention von Breitenstein, Schäfer. Ist das Ganze also, Herr Wartlinger, ich muss es mal wirklich sagen. Also, wir haben ja so ein paar Sachen besprochen letztens, das ist richtig. Aber, dass sie das jetzt so alles öffentlich machen vor Herrn Breitenstein, ist halt schwierig, weil wenn ich Pech habe, schicken sie mich in denselben Knast mit ihm und am besten noch in dasselbe Zelle, ja, dann kann ich mein Leben gleich vergessen. Das sollte man sich vielleicht auch mal vorher überlegen, bevor man eine Pizzeria anzündet, einen Kriminellen. Ja, aber da müssen sie mich doch nicht... Herr Lindig, der Herr Breitenstein ist kein Mensch, der sich selber die Hände schmutzig machen. Wenn, dann wären es von einem Knastkompatri abgestochen, aber nicht von ihm. Ja, vom Josef Korrekt. Oder was? Vom Johann, nicht Josef. Lass es mal. Mensch. Was? Also Schäfer, jetzt hau raus. Wir haben gehört, du willst was oder du hättest was bekommen für deine Spitzelei. Was wäre denn das gewesen, hä? Johann, ich bin so enttäuscht, ey, dass du mich ausgenutzt hast, ey. Wirbel wurde der Ruf von Oswald versprochen, von Albert. Aha. Wenn ich Ihnen Informationen biete. Endlich, pack mal einen aus hier, endlich mal die Fakten auf den Tisch. Breitenstein, jetzt die Schlinge zieht sich immer enger, wenn du mitkriegst vielleicht. Sammeln Sie eigentlich so, Herr Rosenberg?
Nervös? Warum, warum machst du das, Johann? Du warst leider das Zufallsprodukt. Toll. Also wäre jetzt ein anderer gewesen, hätte es einen anderen getroffen. Aber du warst leider der, der mich gefunden hat und hilfsbereit war. Und ich habe erstmal mitgespielt, um zu gucken, was geht. Oh, wow. Und du hast dem Breitenstein dort Informationen über mich gebracht, mit allen drum und dran. Nur um den Hof am Ende abzustauben. Nur unter anderem, ja. Johann. Das ist ein starkes Brett. Und Lindig, warum zündest du einfach Luigi seine Pizzeria an? Das habe ich doch schon gesagt. Mozzarella. Mensch, muss ich jetzt nochmal alles neu durchkauen mit Ihnen, oder was? Das kann nicht sein. Nur damit einfach wieder... Boah, ja, wie gesagt, ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe halt Millionen Schulden beim Herrn Breitenstein. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin jung, naiv. Sie kennen mich doch. Also das naiv, ja. Das jung kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen. Und du brauchst kein Geld? Ja, ich brauchte das Geld, deswegen habe ich das doch mitgemacht, Mensch. Ja, aber was hast du gedacht, dass das nie rauskommt? Dass die Fährte auf mich gelenkt wird, nur weil du mein Moped da oben nimmst? Ja, ich anscheinend hat es ja fast funktioniert, aber das war ja nicht meine Intention. Johann, wusstest du das? Als du mit mir da unten den beobachtet hast, als wir noch den Feuerwehr dann alarmiert haben, als wir hingefahren sind, wusstest du das, dass das der Lindig war? Nicht. Erst nachdem er mir das auch erzählt hatte. Aber im Vorwege wusste ich nicht, dass sowas geplant ist. Von der Seite aus. Also Pizzeria bin ich raus. Guckt ihn euch doch mal an da hinten, diesen Hochkriminellen. Also der hat euch ganzes Leben hat er versaut. Sehe ich das richtig so, dass nur weil sie den Steinbruch verkauft haben, mit einer schönen Provisionszahlung für sie, schön Schmiergeld, und der Rosenberg nachgeforscht hat, hetzen sie zwei unschuldige Bürger, ziehen es mit Nei, schön mit Geld versprochen, kriminell zu werden und den Rosenberg fertig zu machen. Sehe ich das richtig so? Verbrecher! Ja, Verbrecher! Ganz oder gar nicht. Ich bin enttäuscht, meine Herren. Von einer alle drei bin ich so dermaßen enttäuscht. Breitenstein, bei dir habe ich gedacht, du bist ein piekfeiner Kerl, aber ich habe mich wohl getäuscht. Schäfer, ich hätte dich damals schon wegsperren sollen mit den Drecksballen. Und Lindig, bei dir fange ich gar nicht erst an. Also wer seine Nase so tief in andere Leute Angelegenheiten steckt, so wie der Herr Rosen... Aber deswegen macht man doch nicht Leute fertig! Ja. Der wäre in den Knast gekommen. Worauf passt nicht, dass er irgendwann bei dir was findet. Ja, bei mir gibt's nichts zum Finden. Ja, oder bei jemand anderem hier im Ort. Ist ja nicht jeder so kriminell. Ach, darum geht's doch gar nicht, Herr Rosenzwerg. Berg. Wow. Die hätten das Leben kaputt Nase gemacht von einer Person, nur weil er nachforschen will, warum sie sich die Kohle einheimsen. Geht ihn doch gar nichts an. Ja und? Die Bürger haben ein Recht, es zu erfahren, was da passiert ist. Ja, dafür die Bürger haben das von den Steuergeldern bezahlt. Nicht so, wie er das gemacht hat oder versucht hat. Ja, und deswegen bringen sie den Knast, oder wie? Das ja, ganz oder gar nicht. Ich hab genug. Herr Rosenberg, wie schaut's Bern aus? Ich auch, ich bin satt bis oben hin, ey. So, der Transport kommt gleich, ich bringe euch jetzt wieder in die Zelle und dann seid ihr weg erst einmal. Ja, Tür auf. Herr Rosenberg, machen Sie die Tür auf. Ja, hab ich. So. Herr Rosenberg? Ja. Sparen Sie sich weitere Worte, Herr Breitenstein. Wir sehen uns noch? Wir sehen uns gar nicht mehr. Sparen Sie die weg. Ja, okay, ganz ein bisschen. So, raus, meine Herren. Ja, ein bisschen weiter, genau. Ich mache mal einen lustigen Zellentausch. Lindig, Zelle 1. Oh nee, das ist so voll. Rein da! Tschüss. Nimm mal Wiedersehen, Herr Breitenstein. Bewegung. Viel Spaß im Knast. Vielleicht sehen Sie mich nicht unbedingt wieder, aber jemand anderen. Breitenstein, Zelle 3. Hätte mir doch mal gedroht, Herr Wartlinger. In Muffi oder was? Ja, passen Sie ja nein. Machen Sie sich keine Sorgen, Rosenberg, der ist weg. Ja, hoffentlich. Herr Wartlinger, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke für die Unterstützung, ey. Ich kann jetzt auf jeden Fall ruhiger schlafen. Alle drei sind im Gefängnis. Gott sei Dank, ey. Ja, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Auch wenn Sie zwischenzeitlich in unseren Fokus geraten sind.
Minimal. Er hat es halt sehr gut gedreht, aber trotzdem, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ja, Gott sei Dank. Bin ich auch froh, ey. Nicht, dass ich noch das gelandet wäre. Was? Alles klar. Oh Mann, ich gehe jetzt hier, ey. Das ist Daniel Rosenberg, satteln Sie mal Ihr Ross. Ja. Und reiten Sie in den Sonnenuntergang. So mache ich das auf jeden Fall. Gut. Also, dann, howdy, Partner. Howdy. Dann Ross, danke, Herr. Ich sehe dich. Tschüss. Schnell weg. Ich kann das nicht. Das ist ein Psychopath, ist das doch mal, ganz ehrlich. So, okay, folgendes. Wir fahren jetzt, wo fahren wir jetzt hin? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin komplett rastlos, ey. Das macht mich wahnsinnig. Ich fahre jetzt, wo fahre ich jetzt am besten hin? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Und zwar, folgendes. Ich werde jetzt mal einen Anruf machen. Rotwild? Herr Rotwild? Ja, Herr Ja, ich Rotwild. Grüße ihn, der Oswald Rosenberg hier. Hallo? Ja, was ich war da letztens bei Ihnen gewesen. Mit dem Herrn Langhammer. Ja, genau. Der genau. Mit dem leicht Berliner Akzent, ne? Oder? Genau, ich hab. Herr Rotwild, ich. Also, ich frage jetzt nur sehr ungern. Sie haben ja so ein schönes neuen Hof da gebaut. Ja. Und Sie haben ja. Sieht ja ziemlich komfortabel alles aus und ziemlich geräumig. Bin zufrieden auf jeden Fall, ich kann mich nicht beklagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll am dümmsten. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht mal für ein, zwei Nächte eine Schlafgelegenheit? Also eigentlich schon, das Haus ist ja eigentlich groß genug. Also prinzipiell ja, natürlich. Okay, weil ich bin ein bisschen rastlos zurzeit. Mein alter Hof ist noch stillgelegt und wird wahrscheinlich veräußert, dass die Was Stadt... Was nicht der Lindighof, von dem gesprochen wurde? Lindighof war weiter oben, ne? Lindighof ist der Hof, der jetzt frei wird. Stimmt, das ist nicht ihrer, nicht, dass sie da irgendwie dann, dass das ihrer Lindig heißt oder so. Nein, ich war doch unten bei dem Herrn Bartlinger, wo das Sägewerk ist. Genau. Sind Sie am Hof bei sich? Nee, ich bin gerade am Weg zum Händler, ich wollte was abholen. Ah, okay. Nee, gut, kein Problem. Dann, würde ich, also nur wenn das geht, würde ich vielleicht bei Ihnen mal nächtigen. Ah, kein Problem. Das dürfte kein Problem sein. Ja, weil, wie gesagt, ich bin halt leider obdachlos zurzeit. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt aktuell dran, dass ich den Lindighof bekomme. Da wurde mir jetzt erstmal soweit zugesagt. Okay. Und, oh Moment, ich hätte die Runde gekonnt. Und die Maschinen sollen ja am Freitag versteigert werden, also heute. Und da muss ich mal schauen. Und ich krieg wahrscheinlich auch einen sauberen Kredit jetzt. Na gut, das sei auch gegönnt, weil ja. Das war ja wirklich... Und ich sag dir, wie es ist, Sebastian, ohne Witz. Ich will das mit dieser Raupengeschichte trotzdem noch mit dir durchziehen. Ja, ist mir wichtig, auf jeden Fall, weil da habe ich mich noch drauf verlassen, habe mich so noch nicht weiter umgehört. Und ja. Im schlimmsten Fall bleibt mir nur der Verkauf an die Genossenschaft und das ist natürlich schade um die Traube. Nein, du willst ja mehr draus machen. Deswegen, und wir wollen den ersten Waldstellerwein machen und das ist natürlich schade, wenn es jetzt in irgendeinem Tetrapack landet im Nachhinein. Richtig, wir wollen ja da richtig ein gutes Produkt draus machen und vermarkten. Richtig. Nein, das kriegt man auch hin, ich kümmere mich darum, ich rede auch mit dem Bauhof nochmal. Also ja, das wäre natürlich super. Ja, das wird alles, zu 100%. Schon. Du, kann ich bei dir am Hof vielleicht noch irgendwas machen? Ich fahre da jetzt gerade vorbei, ich würde mich da jetzt schon mal einmummeln. Ja, Problem ist, ich habe keinen Ladewagen. Sonst hätte ich gesagt, wir sind gerade dabei. Ich habe zwei Felder an Heu gewendet. Das müsste ein Silo und, oder halt die, das LU ist gerade dabei für mich, Gras zum BGA zu fahren, zu Herrn Schneider. Ja, okay. Gut, dann packe ich erstmal mein Auto und guck mal, ob ich mich auf dem Hof sonst irgendwie nützlich machen kann, ja? Ja, oder so, klar. Sind die Weinreben? Wie sieht's da eigentlich aus? Ja, ich habe jetzt letztens den Boden nochmal nachbearbeitet, dass die Trauben jetzt auch wieder vernünftig, also dass das Wasser nicht in irgendwelchen Unkraut landet, sondern auch an der Rebe. Ja, okay. Das habe ich jetzt gemulcht und nee, sieht sehr gut aus. Also die Traube steht gut im Saft. Also okay, nächsten aber auch Monat viele. Könnte man rein theoretisch vielleicht schon anfangen zu lesen. Vielleicht können wir noch eine Spätlese machen, einen Monat später. Mal schauen. Nächsten Monat schon, das ist ja fantastisch. Ja. Okay. Hat sich gut entwickelt, die Frucht. Ja, perfekt, auf jeden Fall. Gut, dann wie gesagt, bleibe ich ein bisschen nützlich auf dem Hof und was mit den Silageballen hier? Sollen die irgendwo hin? Ich wollte demnächst Mischfutter machen. Also wenn du da Interesse hast, mit dem Wagen müsste da stehen. Der Fendt ist glaube ich auch da mit Frontlage. Also das war so der nächste Plan, die Kühe nochmal zu versorgen. Und hast du schon
warte mal. Wo sind denn hier Kühe? Achso, hier ist ja dein Kuhstall. Hast du Heu und Stroh noch? Da müsste alles im Silo sein. Ansonsten Heu habe ich gerade gewendet. Das ist ganz frisch noch auf dem Feld, direkt vor der Tür. Aber Stroh müsste eigentlich alles im Silo sein. Ja, pass auf, dann kann ich ja Folgendes machen. Dann kann ich ja schon mal ein paar Ballen auflösen, oder? Gerne. Okay, perfekt. Gut, alles klar. Dann danke ich dir. Bis dann, Sebastian. Ja, ciao. Ciao. So, ja, perfekt. Dann helfen wir dem hier erstmal noch kurz ein bisschen mit aus. Das ist dann eine feine Sache auf jeden Fall. So. Okay, perfekto. Gut, dann helfen wir den Sebastian ein bisschen aus, gehen dann zur Versteigerung, die findet ja auch noch statt. Und schauen mal, dass das mit dem Hof alles passt und was wird. Weil wenn wir uns da oben niederlassen können, dann die ersten Pachtfelder bekommen. Ich sage euch, ich muss allerdings auch unbedingt einen neuen Mitarbeiter wieder dazu gewinnen. Ich kann definitiv den Hof nicht alleine machen. Ich hoffe ja sehr, dass ich da jemand Gutes finden würde. Mal ganz ehrlich, eine Frage an euch. Ihr sollt ja auch immer mitbestimmen und mitentscheiden. Das finde ich persönlich ja ganz wichtig. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt? Wo ist denn hier eigentlich das Silo? Ihr habt ja schon ein paar Charaktere kennengelernt, denn hier auf meinem Hof so als Mitarbeiter sehen würdet. Das würde mich mal interessieren. Wen seht ihr auf meinem Hof so als Mitarbeiter? Das wäre mal eine interessante Sache. Wen könntet ihr euch da vorstellen? Ich müsste sagen, ich bin auch von einem bin ich eigentlich relativ angetan. Ich überlege gerade, wo das Silo hier ist. War das dahinter? Nee. Ich weiß nicht, wo das Silo ist. Aber das ist auf jeden Fall auch eine wilde Nummer hier. Alter. Ich will ja nichts sagen, aber wer hat denn den Wagen vollgeladen? Das ist ja... Also das ist brutal. Also muss man mal lassen, ey. So, okay. Flips, rein damit euch. Gut, dann würde ich sagen, ich würde die erstmal auflösen, sozusagen, die Ballen. Und würde die erstmal einlagern ins Lager, dass man das einfach nur aus dem Lager dann rausnimmt und das perfekte das ist eine Sache, die sollte man nicht so oft machen. Und da das perfekte Mischungsverhältnis dann vielleicht rauskriegen. Die zwei hier würde ich ganz gerne aufspießen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, perfekto, mille grazie. Gut, ich hoffe, wir sehen uns im Livestream, meine Lieben. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch mal vielen, 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 vielen Dank für euren Support sagen. Bei True Farming, auf dem True Farming Kanal haben wir unglaubliche 20.000 Abonnenten geklackt. Absoluter Wahnsinn. Also da können wir mal sehen, wie groß die True Farming Community ist. Der Kanal ist relativ neu. 20.000 Abonnenten, absolut krass. Also dafür vielen, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an die, die jeden Tag die Videos schauen. Die Jungs freuen sich natürlich auch, wenn sie da sehen. Schreibt dort auch auf jeden Fall immer was in die Kommentare. Da freuen die sich riesig, die Jungs. Das ist für die halt so, ne, dieses Schmankerl da. Und ich kann euch sagen, ja, es macht riesen Spaß, definitiv. Und möge das Projekt noch lange laufen. Mal schauen, was uns hier alles noch erwartet. Ja. So sieht's aus. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns im Livestream. Euer Manus. Ciao, ciao.